Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Life is Strange, True Colors. Und damit herzlich willkommen. Das ist der dritte Teil von Life is Strange. Ja, ich weiß, ich habe einen übersprungen. Hasst mich nicht. Ich wollte jetzt mal das hier spielen, weil das den zweiten Teil habe ich selber schon gespielt. Kapitel 1, Seite A. Deswegen dachte ich, ich fange jetzt gleich mit True Colors an. Ja, bin mal gespannt. Die Story hier ist. Ich weiß nur, sie hat auch irgendeine Gabe. Was für eine Gabe es ist, bin ich mir noch nicht sicher. Ja, ich weiß, ich bin noch ein bisschen spät dran. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Ja, ich auch nicht. Ihren Bruder, nach wie vielen Jahren hat sie das jetzt... Gabe wollte, dass wir uns bei der Brücke treffen. Ja, ich wollte noch ein bisschen gucken. Ja, mal gucken. Jetzt sind wir hier angekommen in Haven Springs. Oh, guck mal, wie schön das hier ist. Die Grafik ist doch voll toll. Gefällt mir. Oh, wow, hier ist es voll schön, schön, schön. Schaut gut aus. Sehr hübsch. Ein schönes Örtchen. Also, bis jetzt... Und hier die Brücke. Oh, wie hübsch das ist. Oh, diese ganzen Details sind so schön. Gefällt mir. Hier auch die Berge. Schön. So, wo ist er jetzt? Hallo, ich bin da. Wo bist du? Ah. Krass, richtig schön. So schöne Details. Oh. Der Gabe ist da. Hallo, Gabe. Was geht ab? Ah, das ist also ihr Bruder. Oh, Mann. Er ist es wirklich. Ja. Und sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Umarm ihn. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Eine Umarmung. Oh, hey, ein Handschlag. Nee, wir umarmen ihn. Ich diese wäre Tat cool mit einer Umarmung. Konsequenzen haben. Oh. Warum? Oh, gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Gedanken lesen? Ich bin gewachsen, ha? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden?
Let's go. Na klar, rocken wir los. Sie kann Gedanken lesen? Kein Plan, wo das herkam. Habe ich was verpasst? Ich auch nicht. Aber mir gefällt der Spirit. Das. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Hilfe. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Hab ich gemerkt. Boah, willkommen geil. In Haven. Richtig schön. Da will ich auch hinziehen. Da würde ich auch hinziehen wollen. Schaut mal, wie hübsch das ist. Ist echt schön. Vor allem mit den Bergen. Ach, ist voll. Ich bin zwar kein Dorfmensch, also ich bin ja richtige Stadtmädel, aber beziehungsweise ein Stadtkind. Echt hübsch. Komm. Aber das ist schon echt schick. Man hat alles. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Ist das eine Freundin? Ah, nee. Sag mal, was ist deine größte Schwäche? Wahrscheinlich nicht. Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen, eher strategische Halbwahrheiten. Wie, ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Hess, ehrlich sein. Was sind deine Stärken? Ich rette zu viel Welpen. Nee, das glaubt dir doch keiner. Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Sag ich ja. Wahrheit wert wow. Am längsten. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Ich will auch was sagen. Hallo. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Also? Erstmal wollen wir wissen, was du überhaupt getan hast. Warum sie sauer ist. Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Ja, dann Sonnenblumen, wenn es ihre Lieblingsblumen sind. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Jede Antwort hat ihr Konsequenzen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde. Naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Oh je. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Nicht von der Alles Bewerbung klar. Erzählen. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um. Also Mac ist wohl ihr Freund und sie will ihm davon nichts erzählen. Ist das nicht so? Ist das so gescheit? Naja, ist ja ihr Ding. Muss sie wissen. Also hier können wir nicht rein. Schade. Ich hätte gerne ein bisschen rumgeschnüffelt, aber okay. So, wir können hier irgendwas machen. Hallo. Ansehen, Y. Okay. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Hä? Und jetzt?
Warum blinkt die so? Hallo? Oh, da stand bestimmt irgendwas, wie das geht, oder? Ich habe es natürlich wieder nicht gesehen. Nee. Gefunden. Ah. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Ich kann also Gedanken lesen, das wissen wir schon mal. Beziehungsweise... Ja, keine Ahnung. Wir können gehen, wenn ich mich umgesehen habe. Das sind bestimmt die Großeltern, die Parents. Oh, wer die wohl sind? Süß, oder? Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Süß. Okay, ein Stuhl. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Schaut auf jeden Fall gut benutzt aus. Hier sind ganz viel, wie heißen die Gartenzwerge? Süßer Laden. Mhm. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Finde ich richtig cool. Ging das im ersten Teil auch? Doch, ich glaube nicht. Wenn man rausschaut, diese ganzen Bewegungen, alles läuft ganz normal. Es ist richtig cool. Da fährt ein Auto vorbei. Finde ich echt gut gemacht. Ich mache da weiter. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Ja, wenn sie ihre Lieblingsblumen sind, dann bestimmt. Ah, Vogelhäuser. Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Ja, da habe ich auch zwei im Garten stehen. Sind immer gut besucht. Da noch ein Gartenzwerg, Ansehen und Sonnenbrille. Der hat so einiges gesehen. Sonnenbrille. Perfekt. Ja. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, bitte hört auf. Zu hart? Okay, die versteht wohl keine Spezies. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Ja. Ja. Das schauen wir uns an. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Ja, dann gehen wir mal los. Dann los. Danke. Wir sehen uns, Riley. Wie viele Blumen der da immer anschreien muss? Jeden Tag ein Strauß. Wird aber teuer. Also, ich weiß nicht, wie teuer so ein Strauß Sonnenblumen ist, aber ich vermute mal, wie teuer wird sowas sein? 10 Euro? Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Ja. Sie ist es wert. Ich würde mich auch über ein Ü-Ei freuen, also so ist es nicht. Müssen nicht immer Blumen sein. Wow. Danke für die Info. Taifan Minengesellschaft. Sprengungsankündigung. Geplante automatische Sprengungen. Datum Sonntag, 28. April 2019, Zeit 21 Uhr. Vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirenen zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Genehmigung. So, hier ist es. Hat bestimmt was zu sagen. Merken wir uns mal. Sprengung am 28. April.
Ob wir das wissen müssen? Wow. Am 28. Also, irgendwelches Zeug explodiert hier ab und zu einfach so, ja? Manchmal spürt man die Erschütterung bis hier. Okay. Krass. Ziegen-Yoga. Wow. Einfach wow. Ziegen-Yoga. Namaste. Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie das alles mit winzigen Ziegenfüßen auf Ihrem Rücken. Nehmen Sie an einem unserer entspannenden Yogakurse auf unserer Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy unter 970-555-4839 an. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Mega nice. Hier können wir auch noch was machen. Oh, da ist eine Zeitung. Da ist noch eine Zeitung. Örtlicher Imker bricht alle Rekorde für Gesamtanzahl gehaltener Bienenvölker. Stopp die Druckerpresse. Hey, kein Hate. Wie viele Bienen hast du denn? Als ich das letzte Mal gezählt habe, so circa null. Ja, das war schon mega. Aber sie live zu sehen, voll ist echt coole noch mal Wand. Was anderes. Total. Ja, Mann, Leute, malt sowas morgen an die Wand und nicht komisches nicht Kritzel. So, ich wäre viel schöner. Mit abhängen. Ist echt hübsch. Und du? Gefällt mir. Ich weiß noch nicht. Ich dachte, Werte die Stadt noch weiter auf. Kann man hier auch noch was ich hab machen? Ich habe mich gefragt, ob du morgen ich bin die essen Neue. Gehen willst oder so. Klar, gern. Ich schreibe Katie und Mark, bald sehen, ob sie Zeit haben. Ah, super. Aber ich dachte eher, dass wir vielleicht nur zu zweit gehen. Oh. Reden wir von einem Date? Ja. Kann ich drüber nachdenken? Abfuhr. Na klar. Natürlich, ja. Sorry, Kumpel. Sag einfach Bescheid. Das wird eine Abfuhr. Okay. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir hier gefällt. Wirklich lieb von ihm. Schauen wir mal, ob wir beste Freunde werden. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Der Ethan. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Oh. Hi, Ethan. Ich bin Alex. Was liest du da? Neunte Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Als ich ein Kind war, wollte ich mich so gern unsichtbar machen. Ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal immer noch. Du kannst mit allem davonkommen, wenn du unsichtbar bist. Und niemand kann dich aufhalten. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, aha. Ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Mach dir bei mir mal keine Sorgen. Gabe und ich waren ständig an Orten, an denen wir nichts verloren hatten. Danke, Alex. Sorry. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen.
Haben wir nicht gerade eine Info gelesen, dass die Minen, dass da eine Sprengung durchgezogen wird, durchgeführt wird? Aha. Nun würde ich gerne wissen, was für ein Datum wir jetzt gerade haben. Also ist das der 28., weil dann wäre es ein bisschen schlecht. Wow. Wenn der da hochkommt und geht. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Süß, die haben sogar ihren eigenen Radiosender. Oh. Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Okay. Hat mich gefreut, deine Bekanntschaft. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Servus. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Ja, cool. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist was anderes. Oh ja, anders. Wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein Colorado State Park Ranger. Vogelflüsterer. Jetzt ergibt das alles Sinn. Süß. Und sie hat einen Vogel auf dem Pulli. Schade, dass der Laden zu hat. Ich also ein Piepmann. Wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde. Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Na klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Keinen Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Da sitzt eine Katze. Und ich bin mir ziemlich sicher,
dass sie auf der Warteliste sitzt. Weil, warum soll sie dann sonst sitzen? Katzennapf. Ah. Valkyrie. Abgefahrener Name für eine Katze. Ja, ist mal was anderes. Hallo, Kätzchen. Moment. Ist das die Warteliste? War so klar. Ansehen, was? Erschrecken? Bewegen? Bewegen? Ich kann sie aber nicht erschrecken. Oder? Fuck. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Komme. Was? Bestell? Gabes Platte ist hier drin. Aber welche ist es? Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Boah, keine Ahnung. Dubstep. Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Vielleicht ist es in dem Karton. Ja, ich sehe es schon. Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag ich, dass es mir leid tut. Dann lock mal sie mal weg. Das Kätzchen. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow. Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Für einen Typen aus dem Wald? Hört sich ein bisschen creepy an. Gabe Chen steht zweimal drauf. Einmal Tiny Blue Bot und einmal Kings of Leon. Okay. Also klar. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Ja. Der war ehrlich voll krass. Gesagt, war er ein ziemlich cooler älterer Bruder. Er hat geraucht. Das ist nicht was cool. Was ich damals echt mega fand. Nein. Nee. Und irgendwie bekam er sein erstes Tattoo mit 12. Mann. Das ist wirklich ziemlich cool. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Sie leuchtet rot, vorhin war es lila die ganze Zeit. Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher.
Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Anscheinend nicht. Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Ja. Ah, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Du weißt schon, dass sie hier bleiben soll, oder? Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Tolle Charaktereigenschaft. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Bis jetzt sind die Charaktere alle super cool. Muss ich echt sagen. Gefällt mir. Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, oh, da ist der Kleine. Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. Hat der so nicht was verschwiegen? Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Ja. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Oh, das ist jetzt so eine große Entscheidung. Es gab sagen oder Ethans Geheimnis bewahren. Naja, sorry, ich würde es ihm sagen, weil wenn die Minen, also wenn der da jetzt echt hin will und der sagt niemandem davon und die Sprengungen werden heute durchgeführt, dann, hallo, da müssen wir es sagen. Nee, das ist zu riskant. Ich sag's ihm. Das ist, wenn es nicht so gefährlich wäre. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Okay. Ich habe vorhin mit Ethan gesprochen und er erzählte was von einer Mine, die er erkunden will. Oh Mann. Er wirkte, als wüsste er, was er tut, aber ich dachte, ich sag es dir lieber. Dieser Bengel. Ja, ist zu gefährlich. Ich muss es Charlotte sagen. Gib mir einen Moment. Ethan kriegt Ärger. Wirklich? Mal sehen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Hast das Richtige getan. Gehen wir deine Sachen ablegen? Ja, ich denke auch, dass wir das Richtige getan haben, weil trotzdem, wenn das wirklich heute ist mit dem 28. und die wollen das heute machen, dann wäre es vielleicht nicht so schlau, da hochzuklettern. Okay. So sieht also eine Bergbaustadt aus.
Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber, ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja, heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaub ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Ah, da wo schön, er dich wohnt. Zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Cool. Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Der Mac scheint so das schwarze Schaf zu sein, habe ich das also, Gefühl. Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Oh, da ist die Bar. Und über der Bar wohnt der Gabe. Voll cool. Erinnert mich ein bisschen an How I Met Your Mother. Aha, aha, Ist nicht dein Ernst? Ja, schaut aus wie eine... Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Schaut aus, als würde hier ein Kerl leben. Wir machen in der nächsten Folge aber weiter, weil sonst wird das Video zu lang. Bis dahin alles Gute und wir singen!